Hey, hey, mein Name ist Bianca Glaser und heute gibt es einen neuen Line Dance, Wild Side BG. Hier ein kleiner Demo-Ausschnitt, damit ihr überhaupt wisst, was es ist, und dann geht's gleich in den Unterricht. Okay, als erstes starten wir mit einer Grapevine nach rechts. Wir legen los. Rechter Fuß ist frei. Wir haben ein 1, 2, 3, 4. Eine Grapevine ist also ein Side, Behind, Side, Tap. Jetzt haben wir einen Point zur Seite und wieder ran. Also Tap, Tap mit einem Tap, Tap. Dabei gehe ich rechts ein bisschen ins Knie und drehe meinen Oberkörper ein wenig nach rechts, damit ich besser ausgleichen kann. Ja, probieren wir nochmal. Mit einem 1, 2, 3, Tap in, Tap, Tap. Jetzt kommt die erste coole Sache. Wir drehen unsere Ferse nach außen. Schau, dass du deinen Oberkörper ein bisschen mitdrehst, damit du dir den Fuß nicht verdrehst. Also das heißt, wir drehen den Oberkörper und die Ferse ein wenig nach außen. Jetzt drehen wir die Zehenspitze nach außen und holen den freien Fuß, also den rechten Fuß, einmal ran. Das machen wir nochmal ganz langsam. Mit einem 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ferse, Ballen, ran. Und weil das natürlich so langsam ein bisschen langweilig ist, machen wir das im doppelten Tempo. Ich zeige es einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Und am Ende stehe ich mit meinem kompletten Gewicht auf dem rechten Fuß drauf und kann dasselbe auch mit dem linken Fuß zur Seite tanzen. Also wir starten jetzt mit dem linken Fuß zu einer Grapevine mit einem 1, 2, 3, 4. Jetzt kommt auch das Tap-Tap mit einem 5. 6. Und bei diesem 5, 6 drehe ich meinen Oberkörper natürlich ein wenig nach links. Mit einem 5, 6. Jetzt brauchen wir den rechten Fuß mit der Ferse. Also die Ferse dreht nach außen und unser Oberkörper dreht ein bisschen mit, dass wir uns nicht verdrehen. Außen, vordere Hälfte und der linke Fuß kommt ran. Das probieren wir nochmal. Zweite Hälfte, linker Fuß. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Okay, jetzt habe ich den rechten Fuß wieder frei. Wir hängen mal beide Teile zusammen. Wir starten. Rechter Fuß Grapevine. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Super! Jetzt haben wir den ersten Teil geschafft und jetzt müssen wir nach hinten gehen. Und zwar mit zwei Schritten und das machen wir so ein bisschen cool und hip-hoppig. Mit einem Hinter, Hinter. Dabei nehme ich jeweils die Seite nach hinten, die auch rückwärts geht vom Fuß. Also das heißt, rechter Fuß, rechte Schulter. Rück, Rück. Und jetzt tanzen wir so ein kleines Cha-Cha-Cha, also ein Shuffle nach hinten. Und zwar mit der rechten Seite geführt nach hinten mit einem Cha-Cha-Cha. Wichtig ist, dass mein rechter Fuß jetzt immer hinten bleibt. Der bleibt hinten und
hinten. Und hier haben wir auch eine kleine Timing-Veränderung. Das heißt, hier ist es auch schneller. Schnell, schnell, lang. Okay, meine Arme dazu pushen so ein bisschen in die Luft. Taka, bum. Okay, das probieren wir einmal. Wir starten mit dem rechten Fuß nach hinten mit einem. Eins, zwei, drei und vier. Okay, jetzt geht es einmal zur Seite mit dem linken Fuß mit einem Side drauf. Und dann tanzen wir nochmal einen Shuffle nach vorne. Cha, cha, cha. Und auch hier wollen wir beim Cha, cha, cha die Arme nach oben pushen. Ta, ta, push und push. Okay, wir hängen mal beide Teile zusammen. Also, wir starten rechts nach hinten. Eins, zwei, drei und vier, fünf, sechs, sieben und acht. Okay, hier sehen wir, ist die linke Seite vorne, also das heißt, hier haben wir auch wieder eine Seitenführung. Okay, aus dieser Bewegung raus kommen wir jetzt in eine Vorwärtswiege und tanzen nochmal einen Shuffle, also ein Cha-Cha-Cha, aber gedreht. Und weil die Arme hier oben sind, wollen wir die einfach im Schwung weiterfließen lassen mit einem Wiege. Ja, also mein Fuß macht hin, her. Und weil mein Körper dabei so ein bisschen mitdreht, kriegen meine Arme den Schwung und dadurch drehe ich meine Arme mit. Das probieren wir aus. Also so sind wir angekommen. Der rechte Fuß ist frei. Wir haben eine Vorwärtswiege. Rock, step, cha, cha, cha. Das heißt, dieses gedrehte Cha-Cha-Cha nach meinem Rock-Step ist einfach ein Side, Schließen, Side. Und mein Oberkörper dreht schon ein bisschen weiter als meine Füße. Ja, also das heißt, wenn ich hier die Wiege getanzt habe, dann ist mein Oberkörper jetzt schon ein bisschen vorausgetanzt, dass die Füße leichter hinterher kommen. Wenn wir jetzt dieses Cha-Cha-Cha tanzen, dann wollen wir das ungefähr aufteilen in Viertel und Viertel, also Wiege, Viertel und Viertel. Da rede ich von den Füßen. Ja, der Oberkörper ist immer schon ein Stückchen weiter. Wir probieren es gleich nochmal. Wir sind so angekommen, rechter Fuß ist frei. Wiege, cha, cha, cha. Okay, jetzt machen wir dasselbe auch nochmal mit dem linken Fuß, eine Vorwärtswiege diesmal. Mit den Armen nach rechts schwingen, bitte. Ja, also das heißt, diesmal ist es ein Wiege. Ja, linker Fuß. Und Wiege. Und jetzt drehen wir nur noch eine Viertel nach links und zwar mit einem Seitwärtsschritt. Side. Und dann tanzen wir noch einen Tap. Das heißt, der Fuß ist jetzt unbelastet. Das hängen wir auch nochmal zusammen. So sind wir angekommen. Rechter Fuß ist frei. Und Wiege. Cha, cha, cha. Wiege, Side, Tip. Ich zähle auch nochmal mit Zahlen. Mit einem. Eins, zwei, drei und vier, fünf, sechs, sieben, acht. Gut. Und schon haben wir den neuen Teil wieder geschafft und wir kommen zum nächsten Teil. Jetzt brauchen wir V-Steps. Ein V-Step ist im Endeffekt ein auf, zu, zu. Und es sieht so aus, als würde ich wie ein V laufen. Also wenn wir uns hier so ein V vorstellen, dann habe ich hier unten, wo ich gerade stehe, die Spitze. Und wir haben ein Auf, Auf. Jetzt bin ich vorne bei den V-Spitzen. Und dann bin ich wieder auf der unteren Spitze. Auf, zu, zu. Okay, wenn wir das jetzt machen, brauchen wir das Ganze viermal. Das probieren wir einfach mal aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sieben nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und dann haben wir viermal den V-Step getanzt, also den V-Schritt. Okay, jetzt wollen wir die Arme dazu nehmen und dabei machen wir immer ein auf, greif, greif. Das bedeutet, ich habe die Hand einmal geöffnet, die zweite Hand geöffnet. Und dann greife ich etwas ungefähr Richtung Brustbein und greife hier nochmal. Okay, das probieren wir nochmal aus mit einem. Auf, greif, greif. Perfekt. Das Ganze geht auch nach unten. Auf,
Greif, greif. Super, dann machen wir das Ganze mit Füße und Arme. Also rechter Fuß und rechter Arm mit einem. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Gut. Das Ganze zeige ich auch nochmal von vorne mit einem. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Sehr gut. Und jetzt kommen wir auch schon zum nächsten Teil. Wir müssen nämlich als nächstes so ein bisschen Roller fahren. Das heißt, ich stelle mir vor, ich habe einen Fuß auf dem Roller und mit dem anderen Fuß schiebe ich an. Einzige Besonderheit, wir fahren immer im Kreis. Wir haben jetzt mal den linken Fuß als Standbein und der rechte Fuß schiebt immer an. Und wir schieben ein bisschen eigenartig an und ich zeige einfach mal, wie es aussieht. Wir haben ein Side, Side, Side. Okay, nochmal gezeigt. Also ich stehe in der Position und mit dem ersten Schritt drehe ich schon. Das heißt, ich setze den Schritt schräg an, aber eigentlich dreht mein linker Fuß schon an. Dicke, 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 dick, dass ich jetzt tanzen kann. Side, side. Und man sieht, immer wenn ich auf dem anderen Fuß langsam beginne zurückzugehen, dreht der Fuß. Side und side und side und side und side und. Und damit das ein bisschen spektakulärer aussieht, nehme ich so ein bisschen den Oberkörper und dann den Unterkörper hinterher. Der Oberkörper und dann kommt der Unterkörper raus. Wa, 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 wa. Das Ganze können wir auch einmal mit dem anderen Fuß probieren. Der linke Fuß schiebt an, der rechte Fuß ist auf dem Roller. Wir fangen direkt an mit der Rotation im Standbein. Wa, 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 wa. Okay. Beim letzten Schritt stelle ich mich dann einfach komplett drauf. Und wie haben wir das jetzt in unserer Choreografie? Wir starten mit dem rechten Fuß mit einem erstes, zweites, drittes und drauf. Und dann geht das Ganze einmal rechts herum mit einem erstes, zweites, drittes, vier. Okay, also beim ersten Mal dreiviertelte Drehungen nach links und beim zweiten Mal eine komplette Drehung nach rechts. Nochmal zugucken. Erstes Viertel, zweites Viertel, drittes Viertel, Fuß wechseln. Erstes Viertel, zweites Viertel, drittes Viertel, viertes Viertel und auf dem Fuß stehen bleiben. Also nicht mehr ranholen, sondern wirklich stehen bleiben. In diesem Fall haben wir jetzt auch wieder ein bisschen flotteres Tempo. Das heißt, wir tanzen so gefühlt taka, 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 ta. Wir probieren es mal. Und taka, 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 ta. Und dann zur anderen Seite mit dem linken Fuß. Taka, 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 ta. Okay, wir machen das gleich nochmal. Wer sich schon auf die Arme konzentrieren kann. Wenn du dich schon auf die Arme konzentrieren kannst, dann kannst du die natürlich mitnehmen. Wenn ich zur Seite gehe, dann nehme ich den Arm einfach mit nach unten, während meine Hüfte so ein bisschen rausgeht. Ich zeige es einmal von der Seite. Genau, und du siehst schon, ich mache unten mehr als oben. Vorher habe ich sehr viel oben gezeigt. So viel Zeit haben wir nicht. Das heißt, oben ist eher so eine Mini-Einleitung und unten ist viel mehr Effekt. Taka, 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 ta. Wenn du möchtest, kannst du natürlich auch schnippen. Wir probieren es einfach mal aus und wenn du dir schon in den Füßen sicher bist, dann probierst du einfach mal die Arme mit dazu. Wir gehen davon aus, wir sind aus dem V-Step angekommen. Also wir haben unsere V-Position gehabt. Ha, 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 ha. Und jetzt ist der rechte Fuß frei und wir müssen direkt am Anfang schon anfangen, eine Viertel zu drehen. Mit einem erstes, zweites, drittes, drauf. Linker Fuß. Erstes, zweites, drittes, viertes und auf dem linken Fuß stehen bleiben. Gut, jetzt probieren wir das Ganze ein bisschen flotter.
Wir sind angekommen. Hm, 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 hm. Wir haben den rechten Fuß frei. Und 1 und 2 und 3 und 4, 5 und 6 und 7 und 8. Super, jetzt brauchen wir nur noch einen einzigen Teil und dann haben wir es schon geschafft. Und zwar starten wir mit einem Toe-Heel drauf. Was bedeutet Toe-Heel? Toe ist die Spitze vom Fuß und Heel ist die Ferse vom Fuß. Und wir müssen einfach abwechselnd einmal die Spitze und einmal die Ferse benutzen. Dabei nehmen wir bei der Spitze den Fuß so ein bisschen nach innen und bei der Ferse den Fuß nach außen. Also das heißt, wir wollen einmal ein X und dann einmal ein O-Bein machen. Ja? X, O. Wir probieren es. Und X, O und dann gehen wir vorwärts. Dasselbe mit dem anderen Fuß. X, O und vorwärts. Wir probieren es gleich nochmal aus. Rechter Fuß und Toe, Heel, drauf. Toe, Heel, drauf. Okay, vom Timing haben wir 1 und 2, 3 und 4. Also wir haben hier auch wieder eine Temposteigerung. Wir haben also nicht 1, 2, 3, sondern 1 und 2. Das probieren wir. Rechter Fuß. Und 1 und 2, 3 und 4. Gut. Und für 5, 6, 7, 8 gehen wir einfach nur rückwärts. 5, 6, 7, 8. Und je nachdem, wie du möchtest, kannst du mehr diagonal gehen. Oder du deutest das diagonal einfach im Oberkörper an. Tack, tack und gehst gerade rückwärts. Ist beides möglich. Du kannst es natürlich auch kombinieren. Aber dann braucht man ein bisschen lang. Okay. Und die Hände pushen wieder nach oben mit einem Push, 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 Push. Hier haben wir keine Tempoveränderung. Das ist einfach 5, 6, 7, 8. Okay. So, jetzt ist die große Frage, wie war nochmal der Anfang? Wir probieren es aus. Wir starten mit dem rechten Fuß in die Grapevine mit einem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 und 2 und 3 und 4, 5 und 6 und 7 und 8, 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. Und jetzt starten wir wieder mit der Grapevine. Und du siehst schon, wir haben jetzt eine halbe gedreht. Also das heißt, wir stehen jetzt auf der zweiten Wand. Also der Tanz geht auf zwei Wände hin und her. Auch wenn wir eigentlich alle vier Wände mal besuchen. Grapevine nach rechts. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 und 2 und 3 und 4, 5 und 6 und 7 und 8. 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. Und jetzt mit Musik.
Bad,
Gefallen, schreib mir gerne in die Kommentare, wie du die Choreografie findest. Ist sie schwer? Ist sie einfach? Ist sie langweilig oder ist sie genau richtig? Und wenn du irgendwelche Wünsche hast, schreib auch gerne das in die Kommentare. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss!